Es wird wieder in der Gegend herumüberlebt, beziehungsweise die nach dem Skorbutanfall noch vorhandenen Beißerchen in die fauligen Kokosnüsse eingerastet. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu, ja, meinem kleinen Abenteuer hier bei Stranded Deep. Sonnenbrand, leerer Bauch und motivationstechnisch hatte ich auch schon bessere Tage erlebt. Ich will zurück ins Büro, aber was soll ich machen? Wir haben Feuer, wir haben einen Unterschlupf, wir haben Wellblech. Damit lässt sich doch der Tag starten. Was haben wir da in den Pfoten? Was ist das? Ich muss erstmal wieder gucken, wie das hier funktioniert, Alter. Das schon wieder vergessen. Gekocht. Kleines Krabbenfleisch. Wie ging das jetzt mit diesen. hier, warte mal. Geil. Wir haben nicht wirklich Hunger, also würde ich sagen, stecken wir das mal weg. Wie sieht's denn mit unserer Axt aus? Haben wir keine Axt mehr? Nur so ein kleines Messer. Das ist nicht die effizienteste Art, Bäume zu fällen, aber nee, ja. So, trinken können wir. Boah. I mean, ist halt alle, ja. Stimmt, das war mit diesem dicken Strich markiert. Wie gesagt, ich muss erstmal kurz wieder reinkommen. Es ist eine Woche her, seit ich das gespielt habe oder so. Ihr kennt mich doch. Wie sieht's denn aus mit so kleinen Farmen oder wie heißen die Faserlinge? Die müssen wir, glaube ich, mal wieder finden. Ist eigentlich hier Sonnenuntergang oder ist gerade am Morgen? Also ist das Sonnenuntergang. Okay. Verstehe. Warum auch Glück haben? Warum soll man auch den Tag starten, wenn der Morgen graut? Wir schlafen bis in die Puppen, Alter. Ist ja hier wirklich wie zu Hause. Wir machen es uns gemütlich. Das ist so der YouTuber-Lifestyle. Ja, cool, dass ihr dass ihr nach diesem Chaos in der vergangenen Episode auch wieder hergefunden habt. Das war ja ein reinstes Tohuwabohu, müsste ich mal sagen. Aber, tja, ich meine, wir haben bislang überlebt. Also, so schlecht haben wir es wohl nie gemacht. Also, uns fehlen zwar ein paar Zehen, die hat der Hai. Aber die brauchen wir vielleicht auch jetzt nicht mehr unbedingt. Oh, Setzling. Komm in meine Arme. Setz dich mal in meine Arme. Ach so, ihr habt mir den Tipp gegeben. Ich soll mal in mein Paddelbütchen schauen. Da habe ich wohl eine kleine Versorgungskiste übersehen, die mir so in den ersten Stunden hilft. Ja, ich war ein bisschen überfordert hier. Aber das kann man auch schnell sein. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ziel. Oh, Meeresangler, ne? Floßlager. Floßlager? Ah, Rationen, die. Gib mal her, ein Kompass und eine Bandage. Ach, wie cool ist das? Schon sehr geil. Meeresanker halten, um zu werfen. Ja, bin ja hier nicht am Meer, ne? Bin ja am Strand. Alter, wir haben hier so ein bisschen so ein Scomber-Mix, Alter. Oder wie heißt das? Hier so eine Dose Bückling. Die wird sich reingeschlemmert. Aber wir haben doch hier diese komischen Kisten. Boah, da will ich das eigentlich reinmachen. Können wir nicht eine Kiste für so Essenszeug irgendwie? Warte mal. Hier, das können wir doch. Können wir das hier reinmachen? Zack, zack. So können wir das lagern. Das Fleisch. Verschimmelt es auch in so einem Storage? Das ist hier die Question. Beschriftungsgerät. Okay. Ist ja einfach so ein Washi-Tape. So. Okay, nee. Nee, wir lassen das mal. Wir lassen das mal so als Essensding. Glaube ich. Nicht genug Platz. Ist okay. Dann machen wir diesen ganzen. Hast nicht genug Platz hier drin, oder was? Woher sie? Aber hier ist doch noch. Aber hier ist doch noch Space. Was? Wieso? Also. Ja, okay, dann. Oder ist das, weil ich irgendwie nicht genug Platz habe? Weil das Inventarsystem. Nee. Alles klar. Gut. Dann mache ich das doch alles hier rein. Ich muss mir nur merken, irgendwie. Ich habe da drinnen noch zum Beispiel. Oh, guck mal hier, die Lampe. Wie cool. Das ist das ungemütlichste Licht, das ich jemals in meinem Leben sehen muss. Scheißegal. Okay, wir ziehen uns das jetzt rein. Das passt schon. So. Oh, wir haben. Ach so. Nee. Ist leider nichts für unsere
unsere kleine Wasseranlage hier. Die könnten wir mal voll machen. Was heißt voll? Ja, ist ein bisschen optimistisch. Immerhin. Und dann würde ich sagen, nächten wir uns mal zur Ruhe. Was haben wir denn eigentlich heute vor, sag mal? So, erstmal speichern. Und dann gute Nacht. Wir wollen mal zu einer anderen Insel fahren. Vielleicht finden wir dort nützliche Sachen. Weil so der Plan könnte sein, erst einmal so ein bisschen Ressourcen einsammeln und dann, naja, was so, unsere Basis ausbauen wahrscheinlich. Ich habe halt auch überhaupt keinen Plan, wie lange das hier gehen wird. Also, I don't know. Ich werde wahrscheinlich von irgendwas gebissen, sterbe dann an einer Vergiftung und naja, das war's dann. Also, tut mir dann halt auch leid, aber that's life, ne? So. Und da hinten haben wir noch... Da hinten haben wir noch ein Schiff. Tja, auf welche Insel fahren wir wohl? Ja, da habe ich schon geguckt, ne? Dorthin oder dahin? Was ist näher? Boah, ich habe keine Ahnung. Können wir irgendwie diese Insel hier markieren? Können wir wahrscheinlich nicht. Wir nehmen auf jeden Fall eine Bandage mit. Oh ja. Oh. Vielleicht so eine Ration? Das ist eventuell gar nicht so schlecht. Was haben wir? Das ist ein Beschriftungsgerät. Nee. Das lassen wir hier drin, ne? So, Messerchen, Paddel, Anzündhölzer, Stöcke. Ja, von mir aus. Lass mal ein bisschen in See stechen, würde ich sagen. So, dann gucken wir mal. Also die beiden Inseln, die wollen wir abgrasen. Vielleicht fahre ich erstmal hier hin, weil dieses Boot, das... Oh, warte mal, das ist auch noch eine nahe Insel. Die da hinten sieht ein bisschen weiter weg aus, aber das kann auch täuschen. Okay, holen wir mal den Kompass raus. So, wir fahren Richtung Norden. Unsere Insel liegt dann quasi im Süden. Ja, gut. So. Ich sagen, wie machen wir denn das? Halten, um zu bedienen. Muss ich das erst irgendwie rausziehen? Wahrscheinlich schon. Come on, Alter! Kann ich hier drauf? Okay, das macht er. Halten, um zu... Ja? Okay, er tut's jetzt. Fahren wir mal da auf die Insel. Oh Gott! Können wir... Ja? 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 Boah, das Ding ist einen größeren Wendekreis, als ich dachte. Warte mal, ich muss das doch nochmal wegziehen. Das ist eine Scheiße. Komm jetzt hier. Oh. Gleich schon wieder eben Mittag. Ih! Mein Gehirn. Boah. Das hat der Hai noch übrig gelassen. Das soll mein Nachkommen als Forschungsobjekt dienen oder so. Okay, fahren wir mal über den See, Fahren wir mal über den See. Hi, Nemo. Mal gucken, was es da gibt. Ich, eigentlich will ich doch lieber zu der anderen Insel. Nein, ich gehe da jetzt hin. Ich schau. Ich schau, ob ich zumindest mal mein Gepäck voll machen könnte mit, ja, jetzt haben wir natürlich einiges mit. Aber so die Bandagen und so eine Ration, da fühle ich mich einfach irgendwie... sicherer. Wisst ihr, was ich meine? Ist halt so. Weißt du? Du schipperst hier mit... Also quasi... Also sicherer geht's nicht. Über super ruhiges Gewässer. Kommst du an, dir knurrt der Wanst und du denkst dir, ach, jetzt so ein Bückling. Nee, scheiße, hab ich drüben vergessen. Ist auch doof. Aber wenn du deine Tasche greifst und du holst das Döschen raus... Da bist du der King. Schon für dich selbst. Und ich bin auch immer gerne stolz auf mich. Also, es sind so diese kleinen Momente. Man hat ja nicht mehr viel. Ich habe ja sonst nur vergammelte Kokosnuss. Ich hätte die vielleicht nicht, jemand hat gesagt in den Kommentaren, wenn ich die nur, heute sozusagen, dann vergammel die nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das glauben soll. Aber das können wir gerne mal ausprobieren. Man muss eben das Spiel auch ein bisschen mit seinen eigenen Waffen schlagen. Oder die Gesetze der Biologie. Aber mit beidem habe ich kein Problem. Wenn das hier so ist, dann ist das eben so.
Wir halten uns an die Gesetze. Oh Gott. Das schüttelt sich lang hin. Kann sich das Meer auch verändern? Also, ich meine, es gibt ja hier Wetter, ne? Das ist die kleinste Insel, wo gibt. Könnt ihr nur mal schauen, ob da das Boot, dessen Mast da so rausragt, ob es da vielleicht was Schönes gibt. Ansonsten werden wir da die ganzen Palmen abernten und dann nichts wie rüber. Da hinten ist auch noch eine Insel. Boah, wenn ich jetzt hier so, aber ich glaube, ich mache alles ausgehend von meiner. Weil gar kein Bock hier die Orientierung zu verlieren. Wenn ich dann meine nicht mehr finde, habe ich ein bisschen Zappen. So. Haben wir es dann auch gleich geschafft. Das war die nähere Insel, ne? Die andere ist dann weiter weg. Oh mein Gott. Oh! Okay, ich lehne mich nie wieder so raus. Ist ja fürchterlich. Wo landen wir denn mal an hier? Das war so friedlich hier, aber crazy. Das sieht auch irgendwie ganz anders aus. Komm mal her hier. Yeah. Cool. Ich will nicht, dass es wegtreibt. Hi. So. Dann lass mal 16% Haltbarkeit nur noch. So, den Fäserich, den nehmen wir auf. Komm her. Das ist möglicherweise ist das hier alles ein bisschen ineffizient, was ich mache. Aua! Oh mein Gott! What the fuck? Hissig! Hissig, du kannst hier nicht kommen! Shit! Ich hoffe, du bist Sack, du! Pinnel! Kann ich das anlegen, bitte? Nee, kann ich nicht, ne? Aua, Alter! Mann! Ups. Wieso ist das so? Oh, ich hoffe, das ist jetzt für immer. Oh nein, es hat Babys! I'm so sorry. Kann ich das jagen? Alter, ist das schnell, das Ding. Autsch! Oh mein Gott! Was ist denn hier los? Grabe riesig. Ja, das kann man so sagen. Oh, Scheiße! Das hat mich zerstört! Die hat mich komplett vernichtet! Scheiße! Oh, permanenter Tod! Ich gehe nie wieder auf irgendeine Insel! Was für eine Freakshow ist denn das? Ich dachte, The Forest wäre schon schlimm. Oder Sons of the Forest. What? Oh nein! Geil. Ja, aber ohne permanenten Tod ist halt so ein bisschen. Da könnte ich halt dann wieder laden. Also. Boah. Vielleicht machen wir das mal aus. Passiv, entfernt. Wildtiere leichen nicht. Wildtiere wie gewohnt angreifen, sich verteidigen. Wildtiere werden nicht angreifen oder sich verteidigen. Boah, oder mach mal das mal. Und trotzdem permanenten Tod an. Könnten wir? Dass die Tiere ein bisschen passiver sind. Warum sind denn da Wildschweine auf diesen 50 Quadratmetern? Wie kommt die da hin? Wie können die sich fortpflanzen? Ja, Millionen an Inzest, Alter, hat mich da über den Haufen gerannt. Digi, ich mach die mal passiv. Permanenter Tod an, trotzdem. Ja, letztes bereits vorhanden. Zufällig. Machen wir mal zufällig. Wird für das neue Spiel erstellen. Ja, let's go, ich will schauen. Oh, guck mal, was wir hier Schönes haben. Ey, reale Frage, Leute.
Können wir eigentlich das Flugzeug wiederfinden? Ich will unbedingt die Diät-Colas und die Snickers. Ist das ein übelster Kahn, Junge? Der steht sogar bei Bayern im Tor. Zieht dem euch rein! Was hier los ist? Jo, zufallsgenerierte Maps sind halt irgendwie schon geil, muss ich sagen. Also bisher, oder vielleicht hatte ich einfach bloß Glück, oder vielleicht ist da auch bloß sinnloser Stuff. So, wir haben hier unsere kleine Landebahn, wir haben das Floßlager. Dann nehmen wir wieder unser feinstes Fischfilet. Und dann schauen wir uns mal um. Da sind Stöcke. Was brauche ich denn für... wo haben wir nochmal das Crafting-Menü? Das haben wir hier. Steinwerkzeug. So ein Messer wäre cool. Right-Mouse-Button zum Pinnen. Aktiviert. Okay, dann machen wir das mal. Wir haben... Was ist das? Achso, nee, warte mal. Wir brauchen... Das hier. Yeah. Und wir brauchen ein Seil. Wie craften wir nochmal so ein Seil? Also so eine Schnur? Hier mit ein paar von diesen Fäsringen. Okay, warte mal, dann ernten wir das hier erstmal ab. Das Paddel ist eine durchaus ineffiziente Methode. Hey, Junge. Ich weiß, die ganzen Setzlinge abmachen. Gibt's vielleicht ein größeres, damit ich das nicht tun muss? Damit die noch wachsen? Wachsen die überhaupt? Geht diese Theorie auf? Ich weiß es gar nicht. Setzling, Palme, ja. Der hat auch nur eins. Ich dachte, weil der schon ein bisschen größer wäre. Oh, den hätte ich noch irgendwie lassen sollen. Hier, das doch, ne? Right? Oder haben die, oder was? Ja, hat auf jeden Fall hier mehr Fleisch am Dings. So. Ficus? Achso, das ist hier der Baum. Okay, gut. Na, dann kann ich doch jetzt so eine Schnur machen hier. Zack. Und das Messer. Yeah. So wird ein Schüchchen draus. Ach, hier, guck mal, hier habe ich noch einen Joker. Awesome. Dann mache ich hier mal ein bisschen klar Schiff. So. Einen normalen Unterschlupf, den können wir uns ja... Wo wollen wir denn nächtigen, Leute? Oh, ich fand das mit dem Stein so schön beim letzten Mal. Ihr bestimmt auch. Ist doch irgendwie gemütlich. Wollen wir hier mal alles abernten? Das ist ein Ficus. Okay, warte mal, wir brauchen eine Axt, oder? Lass das mal machen. Eine grobe Axt, ja. So, da brauchen wir zwei Steinwerkzeuge. Mal gucken, ob wir das herstellen können. Nee, dazu brauchen wir Steine. Irgendwie was? Ich weiß gar nicht. Stöcke? I don't know. Was brauchen wir denn dafür? Ja. Okay, zwei haben wir. Und eine Schnur können wir nicht, weil da haben wir nicht genug von den Dingern. Warte, ich vielleicht trotzdem mal ab. Yeah. Okay, dann eine Axt. Let's go. Cool. Ah, das läuft. Das läuft, das läuft. Jetzt hier einmal raus haben, ich sag's doch. So, dann oh mein Gott. Schlagen wir hier mal eine kurze Schneise rein. Bam. Okay, awesome. Wollen wir nachher mal ein bisschen Feuerholz machen. Was habe ich denn da? Eine Zwiebel? Oh, warte mal. Gab es nicht auch Kartoffeln? Oh, eine Kartoffel! Kann verwendet werden, um Kartoffeln in einem Farming-Beet anzubauen. Nice! Ja, cool. Ich würde jetzt aber gerne was anderes bauen. Und zwar... Vielleicht mal einen richtigen Unterschlupf, oder? Kann ich mir das schon irgendwie leisten? Geht hier was Cooles irgendwie? Bratspieß. Ah, vielleicht... Vielleicht machen wir das erstmal, oder? Weil ich weiß nicht, wie spät ist es? Es ist Mittag. Ich habe da so viel Zeit. Aber hier ein Fundament gleich mal hinbauen? Ah, dann brauche ich aber noch einen Hammer, ne? Ah, keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Ziegelpresse. Boah, Diggi. Containerregal.
Also ich würde schon gerne. Dafür brauchen wir den groben Hammer. Okay, zwei Steine und ein Seil. Mal das hier damit ernten. Damit ist dann der Yucca-Vorrat auch schon ausgeschöpft. Oh. Was? Kann ich das so? Ich kann so kein Seil machen. Ich habe auch zu viel Kram. Warte mal. Wir legen das mal hier ab. Wir legen das mal ab. Das wird ja nicht schlecht. Ich hoffe, die Kartoffeln auch nicht. Ist ja ein bisschen Platz. Das. Vier von den Dingern, Alter. Ach, das wird ein Problem. Fuck. Okay, cool. Ja, noch so eine Frucht. Nee, das waren alles. Ich dachte, das wäre so eine Yucca-Frucht. Okay. Zack. Und ansonsten. Achso, das kann ich nicht mitnehmen. Dann würde ich den Kompass, glaube ich, ablegen. Zack. Okay, erstmal egal. So, was brauchen wir noch? Stein. Einen sogar. Q? Yeah. Ich glaube, den brauchten wir doch für ein Fundament, oder? Dann ist die Frage, ob wir nicht gleich... Boah, bleiben wir dann hier? Oder gehen wir dann hier rauf? Dann würde ich lieber sagen, dann bauen wir hier gleich mal in der Mitte. So, ja. Yeah. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie wir... Ach, hier, guck mal. Geil, Holzboden. Oder was brauchen wir da? Holzfundament. Holzboden. Weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, F zur Weibe überdrücke Left Maus, um zwischen den Uhrmodi hin und her zu schalten. Cool. Oh, warte mal, wie geht's uns? Ah, wir sind topfit, Alter. Vielleicht ein bisschen sonnenverkohlt, aber... Bodenkeil, Planke, Boden, Holzboden, Fundament. Ach, da muss ich erst auf Level 2 aufrücken. Wieso? Wann mache ich das denn? Töte eine Krabbe. Oh mein Gott, jetzt lass mich doch. Oh, ich hätte das Tutorial ausmachen müssen, ne? Oder geht das überhaupt? Krabbilein. Brauche ich vielleicht doch erstmal ein Zelt. Hätte ich natürlich gern machen. Hey! Krusti! Da! No! Yeah! Bam! Oh, gross. Ach, zu einem Lagerfeuer. Mann! Ich wollte ein Lagerfeuer auf meinem Holzfundament. Ich weiß, es ist eine scheiß Idee. Wo machen wir denn ein Lagerfeuer? Hier so am Hang der Gemütlichkeit? Hier vielleicht? Boah, ich weiß nicht. Wie kalt wird's nachts, Freunde? Wie kalt wird's wirklich? Hier so mein Häuschen hinbaue? Ich meine, ich brauche ja nicht viel, oder? Was sagt ihr? Ich will das diesmal ein bisschen... Lass doch hier ein Lagerfeuer hinbauen. Lass doch da eins bauen. Und zwar eine Feuerstelle. Lass das gleich machen. Ja, genau. Dazu brauchen wir auch ein normales Feuer, ne? Ich meine, das haben wir ja. Wie machen wir das? Wie habe ich denn das gemacht? Jetzt kann ich doch das hier machen. Warte, hä, wie funktioniert das? Wie soll das funktionieren mit diesem Ding? Steine. Ach so, einfach drei Steine sammeln und dann da drum legen. Okay, ich verstehe. Aber das war mir jetzt nicht klar, weil ich kann das Feuer nicht in meine Taschen stecken, glaube ich. So, da ist noch ein Stein. Sich doch bestimmt noch ein paar andere. Jetzt wird es auch langsam nach Mittag. Stoff. Den kann ich bestimmt noch für irgendwas gebrauchen.
Da ist noch ein Stein, glaube ich. Oh yeah. Da haben wir gleich eine richtige Feuerstelle. Boah, gucken wir mal, ob wir heute noch da in die Schiffe gucken können. Ich weiß, es ist jetzt natürlich ein bisschen so eine Sache. Zack. Was? Es geht nicht! Oh, come on! Wie dumm! Wieso? Oh, ist das kacke. Nein, ihr seid so doof. Okay, dann eben halt nicht. Dann machen wir irgendwie ein Anzündholz. Wie kann ich das anmachen? Stelle Anzündhölzer her. Wie kann ich das machen? So. Yeah. Okay. So. Cool. Dann habe ich hier meinen Snack. Schön. Schön, 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 schön. Mein Zeug wird ja auch ein bisschen gegrillt. Ist aber nicht so schlimm. Dann bauen wir, würde ich fast sagen, erstmal hier so einen kleinen normalen Unterschlupf. Wollen wir den hier reinbauen? Das ist doch süß. Oder machen wir da irgendwann einen Schrank hin oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was sagt denn ihr? Hm. Ich will nur ein schönes Plätzchen finden. Das sei mir doch vergönnt. Weil hier kommt dann vielleicht eine richtige Feuerstelle hin und dann hier eine Bank und so. Tja. Ach, lass doch mal hier das Zelt hin machen. Ich drücke immer wieder auf Tab, ne? So. Da brauchen wir... Oh, wir brauchen Palmwedel. Oh, stimmt. Da müssen wir hier so ein Ding fällen. Oh, auch Palme genannt. Mist. Gut. Die Kokosnüsse kriegen wir trotzdem, oder? Die fallen doch dann ab. Oder despawnen die. Ich hoffe nicht. Wie ich einfach Hulk bin. Die liegen hier. Schön. So, wir brauchen nur dein Köpfchen, dein zartes. Gib es her! Gib es her! Entschuldigung. Das war peinlich. Ich bitte, das nicht zu wiederholen. So, zack. Zack. Ja. Können wir schon eine Schnur craften? Oh, können wir nicht. Mann. Oh, ich will die Setzlinge... Oh, ich will auch die Großen hier nicht platt machen. Oh, nein. Muss ich aber, ne? Es ist wahrscheinlich am effizientesten. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. So, kriegen wir noch einen? Dankeschön. Okay, wir haben ein Seil. Ja. Dann würde ich sagen... Oh, sag jetzt nicht, das geht da nicht. Dankeschön. Ficus! I'm sorry, aber du musst fort. Da komme ich nicht rein. Wenn ich nachts pinkeln gehe, da hau ich mir eine Beule in die Stirn. So. Jetzt können wir noch ein Anzündholz machen. Ah, Levelaufstieg, Handwerk. So. Mein Fleisch ist gekocht. Sehr, sehr schön. Und wir können uns auch alsbald dann zur Nacht... Gesellen. Oder wie sagt man? Lass das mal machen vielleicht. Könnten natürlich auch boah, so eine warte mal, was ist denn die nächste Aufgabe hier? Trinken. Was zu trinken? Wasserdestillierer. Den auf jeden Fall. Achso, ich soll auf eine Palme klettern. Ja, ich muss dieses Tutorial machen, sonst kriege ich ja nicht das nötige Zeug. Boah, da brauchen wir noch mehr von diesem Yucca-Scheiß. Okay, ich speichere erstmal. Gehe dann eine Runde schlafen. Ich hoffe, ich bin morgen nicht allzu durstig. Wäre doof. Ich habe keine... Das ist schon ein bisschen hart an der Grenze. Okay, Feuer brennt noch. Ich wollte eigentlich da was anzünden, aber... Pflücke eine Kokosnuss, ne?
Zeug. Warte mal. Auch Platz genannt. Mal die Yuccafrucht ablegen hier. Neben unserem ganzen anderen Scheiß. Was wächst denn hier eigentlich? Es rutscht hier irgendwie alles ins Buschwerk rein. Kommen wir da noch ran? Oder kommen wir da nicht ran? Nee, kommen wir nicht ran. Ist denn hier eine Kokosnuss? Aber hier war doch eine drauf. War doch hier, oder? Da ist eine. So. Achso, die kann ich ja erstmal trinken. Ja. Kann das mit der Axt doch auch machen. Kann ich die jetzt trinken? Trinkbar, ja. Okay, wie viel bringt das nochmal? Nicht viel, aber immerhin. Ist ein Schluck. Ist halt wirklich nur ein Schluck so in der Kokosnuss, ne? Die sollte ich mir auf jeden Fall reinfressen. Genau wie das Fleisch. Hier kommen ein bisschen Proteine. Kack's noch lang. Es geht uns besser. Es könnte uns noch besser gehen. Kann ich den Stein kaputt machen? Das ist ja awesome. Da kann ich hier ein bisschen sogar noch Platz schaffen. Das ist ja besser, als ich dachte. Okay, wir brauchen allerdings noch eine Kokosnuss. Wir haben an den Boy hier gefällt. Hier. Daraus können wir jetzt... Was machen eigentlich? Oh, ich habe das nicht mehr gefunden hier. Warte mal. Wo war denn das? Hier so eine Kokosnussflasche. Oh, eine Kokosnuss und ein Seil. Oh, Mann. Das tut mir immer so im Herzen weh, Alter. Was hier alles dieses fäserige Zeug braucht. Sorry. Der Lebensvernichter. Sollte zumindest reichen. So, wo haben wir das Nüsschen? Excuse me? Hä, reicht das nicht? Wieso nicht? Ich hab's doch hier genau gesehen. Wo war denn das? Da. Ein Seil und eine Kokosnuss. Was muss mit der gemacht sein? Die ist doch frisch. Oh, ein Wasserdestillierer. Ja, ich bin dabei, aber... Hä? Holzbogen? Ist ja viel mehr Zeug. Ich will was anderes damit machen. Ach so, weil ich den Hammer hab. Warte mal. Kann ich das verändern? Kann ich die Axt nehmen? Ja, dann kann ich andere Dinge tun. Aber will ich aber nicht. Was ist das? Das ist irgendeine Falle. Ich weiß gar nicht, was es ist. Holzhaken. Okay, wir können noch Anzündhölzer bauen. Yeah! Okay, der Platz war das Problem. Und jetzt habe ich keine Stoffbräu noch. Das lag ja auch irgendwo rum. Was war denn jetzt mit meinem Seil das Problem? Ach, das habe ich verwendet für den... Oh nein. Oh! Ich hoffe, das wächst schnell nach. Habe ich verwendet für die Kokosnuss gerade. Ich dachte, wo ist es denn hin? Tja, Sef. Seile sind halt auch so praktisch, ne? Wie gesagt, keine Ahnung, ob die jemals größer werden. Auf so einer Startinsel hast du zum Glück alles, was du so grundsätzlich brauchst. Was ich jetzt grundsätzlich brauchen würde, wäre Stoff. Aber wo ist das denn angespült worden nochmal? Das war doch hier irgendwo. Das habe ich doch nicht aufgenommen. Ich mach mal das. Das ist schon mal safe. Lacht das hier nicht irgendwo rum? Bin ich doof? Also ich meine, auf jeden Fall bin ich das. Aber... Wo war mein Messer? Habe ich jetzt schon wieder mein Messer nicht mehr? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Scheiße. Wo ist es denn?
Habe ich sie wieder nur nicht gepeilt. Hä? Bestimmt abgebrochen. Habe ich mich bestimmt nachts drauf gesetzt. Oh, oh, das sieht aber, das sah aber eben noch schöner aus. Das war schöner blauer Stoff. Oh, was ist denn mit euch? Oder? Oh, nee. So. Wasserdestillierer. Ich will eigentlich... Okay, den könnten wir hier in die Ecke bauen, glaube ich. Erstmal. Zack. Cool. Guck mal hier. Haben wir noch diese Palmensachen? Nee, haben wir nicht. Da haben wir das. Das haben wir, glaube ich. Oh, schön. Wie geht's uns? Ah, wir brauchen ein bisschen mehr. Wir brauchen mehr. Und zwar vielleicht nicht gerade die Dinger. Lass uns die mal aufsparen für. Naja. Alles Mögliche an. An Bauwerk, was wir verbringen müssen. Dann lass uns halt lieber ein bisschen hier die Palmen fällen. Because. Ja, ihr wisst schon. Dann können wir da den Destillierer mit befüllen. So. Das war die einzige Kokosnuss, die da wächst. Ne? Das ist aber auch ein bisschen traurig hier, dein Output, muss ich sagen. Du kannst dich gerne hier mal ein bisschen irgendwie bemühen. Unserer kleinen Gemeinschaft, bestehend aus mir und meinem Willen, nicht zu sterben. Um dann deinen Beitrag zu leisten, mein Fräulein. So. Wo ist denn jetzt meine... Entschuldigung? Warum liegt das Zeug hier rum? Hä, wieso ist das denn so? Mein Messer liegt hier bestimmt auch irgendwo rum. Was ist das zum Kotzen? Okay, komm her. Wieso rufe ich jetzt? So. So leer. Nein! Oh mein Gott! Wo ich gerade sage, ich hab's raus mit dem Item-Menü. Nee, ich verwechsel das immer noch. Okay. Die Bandagen lege ich vielleicht auch mal hier hin. So. Schön. Dann werden wir die Dinger jetzt hier mal fällen. Vielleicht sogar beide. Ist halt so ein bisschen doof, dass die so am Rand wachsen, weil dann fallen die immer irgendwie über die Brüstung. Ja. Ist halt hier so ein bisschen doof vom Rankommen, ja. Wobei es geht eigentlich. Man kann da drüber jumpen. Und dann haben wir uns hier auch grundlegend erstmal versorgt. Wir haben noch ein bisschen Holz. So, lass die alle mal da reinlegen oder zumindest so stapeln, dass wir sie da reinlegen können. Ich wünschte, das Zeug noch irgendwo anders hinzulegen. Aber ich werde erstmal hier... Okay, warte mal, die packe ich erstmal rein. Zack, 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 zack. Das letzte, das droppe ich hier. Genau. So, dann liegt hier noch ein Stamm. Dann mache ich das... Gleiche bei ihr hier nochmal. Das Ding ist, wenn ich die Palmen umhölze, kriege ich natürlich auch keine Kokosnüsse. Also es ist so ein Handel, den man hier abschließt. Aber das ist ja eh irgendwie, also Kokosnüsse sind ja eh irgendwie nur so Notgroschen. Von denen willst du dich nicht ernähren. Also so verstehe ich zumindest das Spiel. Weil die bringen nicht viel. Weder Wasser noch bringt das hier viel mehr. Noch Nahrung. Ist halt nice, aber ich bin doch hier nicht in Malibu. So. Wo ist es hier? Zack, 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 zack. Schön gestapelt. Oh. So, wie geht's uns? Wir könnten tatsächlich mal was trinken hier, würde ich sagen. Destillierer ist leer. Ja, aber da sind halt, ist halt noch Zeug drinnen, ne? Also das ist schon voll. Es ist halt einfach nur noch nicht herangereift. Okay, Freunde. So, wisst ihr was? Wir könnten jetzt mal gucken. Sind wir denn schon in Level 2 fortgeschritten hier? Wie sieht denn das aus?
sind wir. Wir können Holzfundament bauen. Wir können Holzboden bauen. Aber was wir eigentlich vielleicht machen wollen, großer Fischerspeer. Lass das mal machen. Na ja, hier, Alter. Oh. Ah, ich hab ihn gedroppt. Das weiß ich jetzt, dass ich das aus Versehen war. So, lass mal den nehmen und lass mal hier die beiden Schiffe abgrasen. Alter, das Ding da hinten zieht euch rein. Ist das auf einer Insel? Das sieht fast so aus, ne? Heftig. Yes! Oh, krass. Ich meine, so eine Sardine bringt halt auch immer nicht viel, ne? Immerhin. Kann ich alle grillen. Habe ich da irgendwie eine Möglichkeit reinzukommen oder sieht es nur fancy aus? Es sieht aus, als könnte ich. Was ist denn eigentlich hier für ein komischer Bootfriedhof, Alter? Was soll denn der Scheiß? Ein Fass. Ach, guck mal, die haben das hier schon... Wandcontainer. Aufmachen eigentlich? Wandcontainer. Kann ich das auseinandernehmen? Warte mal. Oh. Oh shit. What? Warte, Moment mal. Ist da Loot drinne? Das kenne ich nämlich noch gar nicht. Das wäre ja übelst heftig. Ich weiß, meine Axt verabschiedet sich bestimmt bald, aber das ist vielleicht worth it? Wir gucken mal. Wie geht's denn uns? Ist okay. Du musst vielleicht mal irgendwann aus der Sonne raus oder so. Ich glaube, das Spiel wird es mir dann schon sagen. Ich glaube, dann piept irgendwie meine Survival-Uhr oder so. Nicht sein. Wer hier wollte die Welt brennen sehen, Alter, oder? Oh Gott, Diskus. Oh, warte mal. Gibt's da rein? Shit. Ja, ist doch nur ein bisschen mehr Wasser. Mal hier Tür. Okay. Oh, shit. Noch was Schönes? Oh, Container. Oh, so eine Lampe und ein Seil. Arschgeil. Habe ich jetzt wieder meine Axt verloren? Die habe ich doch hier jetzt irgendwo... Da. Oh, zum Glück. Ich bin immer so aufgeregt. Ich drücke immer alle möglichen Knöpfe. So voll Wonne. Hier, guck mal an. Bro, what? Oh mein Gott! Leder, Alter, so eine Wurst. Eine Fackel? Wie komische Fackeln. Was können wir hier lassen? Digi, scheiß auf die Stöcke, oder? Ich glaube, scheiß auf die Stöcke. Gib mal her. Gib mal den Hammer her. Ah, shit! Ich muss wahrscheinlich noch mal her. Die Tür ist irgendwie so gejammt. Boah. Ups.
Animo! Bitte kein Hai, bitte kein Hai, bitte kein Hai, bitte nichts. Schnell, 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 schwimm. Schwimm in dein Leben. Schwimm, wie du noch nie geschwommen bist, Alter. Schwimmageddon! Yes! Ist ja zu flach. Wie ist das Schiff überhaupt bis hierher gekommen? Boah, das sind ja geile Utensilien. Ich habe für dieses Playthrough in der Tat ein wenig ein besseres Gefühl. Coole Sache. So. Sehr, 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 sehr nice. Feuer. Das finde ich immer noch am geilsten. Okay. Okay, warte mal. Wir haben hier so eine coole Kiste. Was ist denn da eigentlich drinne? Warte mal. Die legen wir. Also irgendwie mit der Öffnung. Nee. Schon. Ja, 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 ja. Nee. Ja. Ein Stückchen nach hier, komm schon. Ah, Kante da doch nicht immer so dumm an. Oh Gott, ich kann das nicht kontrollieren. Scheiße. Ich hasse das. Nein. Yeah. Ja. Ja, genau. So. Warte. Oh. Okay, gut. Was ist denn da Schönes drin? Ach, auch so ein Ding. Klebeband. Ich fass es nicht. Lass da mal Zeug reinmachen. Seile ist super wichtig. Lass den Stoff reinmachen. Lass vielleicht den Hammer reinmachen. Den anderen Hammer können wir im Inventar belassen. Und... Boah, so eine Kiste ist so gut, ey. Okay, wie spät ist... Wir haben ein bisschen Durst. Wir können uns mal Grund versorgen. Wow. Entsprechend hier mal nachrüsten. Pro Schluck ein Palmwedel. So, haben wir ja genug Platz. Ja, lass mal den Hammer vielleicht weglegen noch. Nur damit wir möglichst viel... Oh, das ist... Da hat keinen Platz mehr. Okay, dann lass den Hammer hier hinlegen. Ist okay. Das speichert er. Oh, lass erst mal speichern. Ich bin wieder Permadeath, ne? Ah! Ich wollte nur ein schönes Zuhause bauen. Wo waren das jetzt? Oh Gott. Oh Gott, da. Zum Glück so übelst krass rot. Wir müssen da mal nochmal in des Captains Kabine. Wir können vielleicht mal hier schauen, ob hier auf diesem Bötchen auch noch eine Kiste ist. Das wäre interessant. Ist hier was drin? Nee, hier ist nichts. Ist okay. Wir schwimmen am besten mal da am Boot lang. Ich glaube, da ist das Wasser nicht so sehr tief. Außerdem können wir da an der Seite gleich rein. Dann muss ich nicht so Angst haben vor dem Hai. Die kommen auch immer irgendwie aus dem Nichts. Ich kann das nicht abschätzen. Ist halt manchmal in diesen Containern was? In den hier? Aufgeht. Ein paar Fische leben da. Okay. Können wir da... Entschuldigung? Können wir da nicht hoch? Müssen wir da hier rein, oder was? Ah, vielleicht können wir da von außen... Ah, doch, wir könnten. Das war doch hier irgendwo. Yeah. Krass. Am meisten freue ich mich über diese USB, wollte ich gerade schon sagen. Über diese Solarlampe. Hier geht's noch rauf? Oder geht's nicht? Gerade sagen. Okay. Ja, da haben wir das große Ding. Das werden wir aber erst später irgendwie. Haben wir denn noch ein Schiff hier in unserer Umgebung? Also so direkt... Oh, shit! Oh, Kacke. Schnell da hoch. Schnell da hoch.
Schnell da hoch. Schnell da hoch. Hey, ich dachte nicht, dass die hier direkt auch am Schiff sind. Aber ich meine, warum nicht? Gibt's ja lecker Sef. Okay, hier bis an den Rand. Und dann. Whoop! Bevor es Pipi in die Hose geht. Zwei Palmen sehe ich da bei mir noch. Ist auch ein bisschen ernüchternd. Okay, wir müssen jetzt Feuer machen, Freunde. Wir müssen jetzt vielleicht auch geschickt so ein bisschen platzieren hier. So. Das ist ja alles ein bisschen, schrottig hier. Das kann man ja mal zugeben. Oh. Was war das für ein Sound? Sound von Speis und Trank. So, nehmen wir das mal. Könnten wir denn ein Feuer machen? Könnten wir denn das hier machen? Das will ich bauen. Da fehlen uns die Steine zunächst erstmal. Die Hölzer irgendwie auch. Ich glaube, Anfeuerholz hat man noch irgendwo. Was ist denn hier mit diesem Felsen, sag mal? Den können wir so nicht zerkloppen. Da brauchen wir, irgendwas Haltbares. Ich verstehe schon. So, da ist ein Stein gespawnt. Hier ist einer. Geil. Nice. Okay. Ah, nee, da haben wir schon alle. Ja. Cool. Ah, nee, haben wir nicht. Hä? Hatte ich nicht gerade drei? So, egal. Den dritten finden wir noch. Ey, mach mal Musik! Ja! Ich schwöre, ich hab da keinen Knopf für. Das ist ein. Ja, gut. Okay. Schön. So ein Feuer zeigt er mir irgendwie gar nicht an, dass wir hier, was wir hier machen können. So, ist ja auch logisch. Ich hab nicht genug Stöcker. Tja, Mr. Pico, Sir. Dann war's das für Sie, würde ich sagen. Okay. Wo machen wir denn das Feuer, dass das noch irgendwie... können wir das... Dass ich da eine richtige Feuerstelle machen kann. Bitteschön. Oder soll ich die ein bisschen außerhalb machen? I don't know. Hier so. Keine Ahnung. Ja, es geht halt immerhin klar. Okay, Anfeuerholz haben wir noch. Wir müssen unbedingt diese Lampe aufstellen, fällt mir ein. Cool. So, meine Freunde. Entschuldigung? Ich will das nicht löschen. Ich will die Sardelle da drauf machen. Oder geht das nicht? Ach so, die muss ich häuten. Das ist ja natürlich dumm, Alter. Als ob ich das machen würde. Ach scheiße, ich habe jetzt kein Messer. Fuck. Wie mache ich ein Messer? Grobspeer. Dazu brauche ich bestimmt... Ich stelle jetzt hier erstmal die Lampe auf, sonst sehe ich hier nichts. Wo habe ich denn das? Ich habe das noch in meinem Inventar. Yeah! Stehe ich denn die mal hin? Hier einfach? Ah, die liegt halt da. Ich würde die halt gerne hier irgendwo hinstellen, damit die... Aber stellen, bitte. Ja, das sieht doch scheiße aus sonst. Warte. Warum stehe ich hin? Komm, bitteschön. Ist die hier oben anfassen, ne? Ja. Ja, nee. Nee. Ach, da stand die fast vorher besser irgendwie. Nein! Nein, komm, stell dich hin! Oh, ist das frustrierend! Scheiße! Nein!
Nein, du Mistsau! Stell dich jetzt hin! Fuck. Ich werde die nicht gewinnen lassen. Es geht jetzt ums Prinzip, ihr wisst. Schnäpsen das auch immer so. Komm! Ja, ist okay. Die stand vorher. Ist mir scheißegal, Alter. Es leuchtet, es blinkt. Es leuchtet in allen möglichen Farben, Alter. So, ja, meine Sardinen. Wie? Sorry. Entschuldigung. Oh, Fledermäuse. Verfeinert Messer. Verfeinertes Messer. Wie gesagt, wenn ich hier rumlaufe, finde ich das bestimmt noch irgendwo. Aber, ja, dass ich die Seile gefunden habe, ist, ziemlich nice. Das Klebeband nützt mir bestimmt auch irgendwie was. So. Ich brauche einfach nur einen Stein, glaube ich, für so ein Steinwerkzeug. Right? Right. So, ein Stock wird sich ja wohl noch irgendwo finden lassen. Was haben wir denn hier Schönes? Ach so, ein Stamm. Das sah aus wie eine riesige Kokosnuss. Ich hab mich schon ein bisschen gefreut. Ich sag, zu Papa. Aber dann, naja. Okay. Sorry, du musst leider dran glauben. Was ist das? Eine grobe Hacke, Alter. Geil, Pfeil und Bogen kann ich auch machen. Ja, will ich aber nicht. Ihr wollt euch alle an meinen Sardinen vergreifen. Gib mir die her. Dann machen wir das so. Was ist das für eine Frankenstein-Aktion, der hier mit denen macht? Und ich dachte jetzt, du beschwerst dich jedes Mal, dass das disgusting ist. Wollte ich gerade sagen, Alter. Ist noch nie was gekocht zu Hause? So, schön. Yeah. Zack. Halten zum Löschen. Oh, Digi, ich wünschte, ich könnte da mehr anbringen. Das nervt übelst, dass ich nur eine Sache grillen kann. Ich brauche unbedingt so eine weitere Kiste. Das wäre voll cool. Okay, der Destillierer ist alle. Wie sieht es mit unserem Durst aus? Naja. Ich muss schon mal ein bisschen was trinken. Boah, da krieg ich halt selber Durst, Alter. Es tut mir leid. Oh, komm her, mein Palmwedelwasser. So. Dann lassen wir die Nacht hier noch etwas vergehen. Ach so, kochen dann jetzt, ne? Cool. Da hinten haben wir eine Insel. Was haben wir denn dort eigentlich? Sollte ich hier nachts rausschwimmen? Ich glaube nicht. Ist das ein größeres Boot oder ist das eigentlich nur... Nichts weiter, ne? Oh, doch, eine Kiste! Oh! Mon Dieu, Alter! Boah, zum grünen Abschluss hier ist ja nochmal gut. Sehr gut. Ich weiß, ich habe eine Mission. Ich muss das Holzfundament herstellen. Ist mir gerade mal egal. Klein Fischfleisch. Ja, wunderbar! Was haben wir denn da so Schönes drin, sag mal? Sache hier mit dem Hinstellen, ne? Ach, die... Steh doch da ganz gut, du. Nö, das passt. Transportmittel-Filtereinheit. Oh, wie cool. Ich wünschte, ich könnte da mein anderes Zeug reinmachen. Ich kann auch mein anderes Zeug da reinmachen. Oh, oder auch nicht. So, zack. Das Leder, du! Das Leder passt da nicht rein, wirklich nicht? Mann, ey. So, es ist jetzt gar, bitte. Danke. Das nervt. Schön. Soll ich mir das jetzt reinfressen? Oh, der Hunger, der kommt. Ach so, kann ich das auswählen. Ah, mit Scrollrad. Ah, schön.
Hier wächst leider auch nichts nach. Wird's auch nicht, wenn ich hier nicht alles abernte. Aber das muss ich auf dem Schirm haben. Hier kann ich leider nichts finden. Ich habe noch so ein kleines faseriges Fäserding irgendwie gefunden. Ich würde den Kompass da gerne noch reintun, aber die Kiste ist schon wieder voll. Ah. Soll ich das da reinmachen für einen Schluck Wasser? Das ist eher nicht so geil. Ein bisschen Wasser habe ich ja da auch noch. Boah, kochen echt. Muss zugeben. Sehr, sehr uneffizient hier. Vielleicht baue ich mal einen Bogen und schieße mir ein fucking Wildschwein auf so einer anderen Insel. Oder so eine Monsterkrabbe. Ich frage mich, wie viel Tage mich so ein Ding satt macht, Alter. Einfach so eine kleine Eiweißbombe. So, cool. Oh. Schön. Okay, ihr Lieben. Ey, die Nacht ist jung. Ich speichere mal. Ich lege mich auch schlafen. Oh, soll ich mich schlafen legen? 23 Uhr. Ich warte vielleicht noch auf den Fisch, sonst ist der morgen verkohlt. Und dann verabschiede ich mich schon mal für diese heutige Folge. Ja, war ein kleines Abenteuer. Wir haben eine neue Insel gestartet. Ich glaube, hier habe ich viel bessere Voraussetzungen, hier mir so eine kleine hübsche Basis zu errichten. Also, wie gesagt, so, ne, einige Leute haben gesagt, oh Mann, aber ist doch ein altes Spiel. Ja, aber ich hätte Bock drauf. Habe ich doch gesagt. Spitz doch die Lauscher. Ich kann auch nochmal in Sons of the Forest reinschauen. Ich muss hier auch aus den Sachen jetzt nicht immer ein Mega-Projekt machen. Kann ja auch 3, 4 Folgen machen. Oder 2 oder whatever. Wenn ich Bock habe, schaue ich immer wieder rein. Baue vielleicht hier eine kleine Basis und dann können wir es auch von mir aus gut sein lassen. Ich habe einfach mal so ein bisschen Lust hier, wie gesagt, so zu craften und ja, einfach mal so diese Spielerfahrung zu haben. Schön. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen, haut rein und macht's gut.